Jule Niemeyer und Tatjana Maria spielen am 5. Juli im Viertelfinale in Wimbledon. Ja, das deutsche Märchen geht Tennis-Märchen in Wimbledon geht weiter. Ja, natürlich ist es schon überraschend, dass beide jetzt im Viertelfinale stehen, weil Tatjana Maria ist Nummer 103 der Welt, Jule Niemeyer, glaube ich, ist 97. Und ja, dieses Ergebnis ist natürlich überraschend, aber andererseits, wenn man die Ergebnisse von Jule Niemeyer aus den letzten Turnieren auch jetzt sieht, auch sie hat in Berlin gespielt, gegen Belinda Bencic, zwar in der ersten Runde ausgeschieden, aber sie hatte schon eine sehr gute Leistung gezeigt und also ich denke schon, dass dieser Erfolg nicht überraschend ist. Viele fragen sicherlich, wer ist die Favoritin in diesem Spiel? Ja, die Weltrangliste zeigt es ja schon, sie stehen ja fast nah beieinander, 103, 97, ja. Die Erfahrung spricht natürlich für Tatjana Maria, ja, sie spielt schon zum 35. Mal in der Hauptrunde bei einem Grand Slam und für Jule Niemeyer ist es das zweite Grand Slam, also die zweite Grand Slam Hauptrunde. Sie steht auch zum ersten Mal im Viertelfinale von Wimbledon und auch in der spielte zum ersten Mal in der Hauptrunde bei diesem Turnier. Ja, also ich denke schon, dass Jule Niemeyer man als leichter Favoritin bezeichnen kann, weil sie hat schon eindrucksvoll gezeigt, auch in Wimbledon, dass sie gut drauf ist. Sie hat auch vor einigen Wochen ein Turnier gewonnen in Kroatien, also was das auch zeigt, dass sie schon aufsteigende Form hat und sie ist dabei, sich, denke ich mal, so in die Top 50 zu spielen. Und ja, Wimbledon zeigt auch, dass sie schon eigentlich ja, reif ist, auch bei Grand Slams bis ins Viertelfinale, vielleicht auch Halbfinale vorzudringen. Und ich denke schon, dass sie praktisch fast jede Spielerin bis Top 10 schlagen kann. Und auch beim einem guten Tag hat sie auch in Wimbledon gezeigt, kann sie auch eine Gegnerin schlagen, die in Top 5 steht. Und ja, ich denke schon, dass sie auch in diesem Viertelfinale als Favoritin gelten wird. Es wird natürlich darauf ankommen, ob Jule Niemeyer in diesem Spiel ihr Stempel aufdrücken kann, also von Anfang an. Sie hat natürlich einen sehr, sehr guten Aufschlag. Also mit dem besten Aufschlag, würde ich sagen, jetzt im Damen-Tennis. Also sie schlägt konstant auf. Über 180, also zwischen 180 und 190, es kommen öfter die ersten Aufschläge. Das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, also wenn sie es hinbekommt, im Viertelfinale auch weiterhin in ihrer Karriere den ersten Aufschlag so stabil zu halten, dann denke ich schon, dass man einiges von ihr erwarten kann. Weil es ist natürlich ein wichtiges Element für ihr Spiel, der Aufschlag. Sie kann mit dem Aufschlag ihr Spiel bestimmen und der Gegner ihr Spiel aufziehen. Bei Tatjana Maria spricht natürlich sehr viel die Erfahrung, ihre Kampfqualität und natürlich spielt sie sehr unbequem, vor allem auf Rasen mit Slice, Spitzslice auch Rückhand und auch teilweise Vorhand. Ja, ich denke schon, dass es unbequem ist, aber ich denke nicht, dass es für Jule Niemeyer jetzt irgendwie, dass hier das große Schwierigkeiten bereiten wird. Wenn der Aufschlag kommt, wenn sie gut trainiert, dann denke ich schon, dass sie auch in zwei Sätzen dieses Spiel gewinnen kann. Man muss natürlich auch anmerken, dass Tatjana Maria im letzten Spiel das ging ja über drei sehr, sehr hart umkämpfte Sätze. Und sie ist auch schon 34, also da muss man schon sehen, ob das ausschlaggebend werden kann. Auch wenn es nur über drei Sätze gehen sollte im Viertelfinale, dann denke ich schon, dass auch da Jule Niemeyer gewisse Vorteile haben wird. Ja.
Also sie ist für mich die leichte Favoritin, also mindestens 60-40. Aber es gibt auf jeden Fall ein spannendes Spiel und eine deutsche Spielerin wird im Wimbledon Halbfinale stehen.